Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Klaus Peter von Ghost Recon Wild, Breakpoint. Jetzt hier mit den Fraktionsmissionen am Smugglers Beach. Ich bin ja schon im ersten Gebiet, ich bin reingefahren, dann ist irgendwas explodiert am Wegesrand, womit ich nichts zu tun hatte. Das ist einfach so explodiert, so irgendwie 20 Meter. Fliegt da hinten ein Auto rum? Fliegt ein Auto rum. Ja, fliegt ein Auto rum. Ja, da ist irgendwas explodiert und ja, dann war die Kacke am Dampfen. Es ist leider wieder dunkel, aber diesmal lasse ich es so ohne Filter. Da sind, ja, gucken auch noch irgendwo Gegner rum. Oh shit, das war gar nicht sein Kopf. Lieber so, da weiß ich auch, wo sein Kopf ist. Und er hat sogar was Grünes fallen lassen. Yay, so, wir müssen jetzt hier einmal herunterfahren, den Computer hacken und einmal die heimliche Fraktion sich ins PMC-Netzwerk hacken. Das ist ein Wildschwein. Das da ist kein Wildschwein. Sei denn, das Wildschwein hat eine Taschenlampe. PMC, für diejenigen, die es nicht wissen, heißt Private Military Contractor. Oh, geil, eine G36C. Ich hoffe, die ist gut. Bitte lass sie gut sein. Nicht ganz so gut wie unsere. Genau, ah, aber es ist eine G36. Ich rüste mal aus. Jetzt noch mal vergleichen. Oh Mann, ich hätte es aber schon gerne, aber die macht noch mal weniger Schaden. Aber es ist eine G36. Ich habe ein kleines Fable für G36, falls man es nicht merkt. Einfach weil es die Waffe unserer deutschen Bundeswehr ist. Zwar nicht unbedingt die G36C. Kältehandschuhe. Gibt was? Plus 2% Verletzungsresistenz. Die Handschuhe haben 20% Wurfreich. Ich komme immer aus Versehen ins Menü. Wurfreichweite. Ist das nur der eine hier? So, hier müssen wir. Also, ich wüsste jetzt mal gerne, welche das hier ist, wo wir hier sind. Ist eine gute Frage. Welche Mission ist das hier? Ach, cool. Guck mal. Oh, so wäre es natürlich viel einfacher, die Gebiete zu finden. Cool, der Mauszeiger. Flup, flup. Aber ich weiß nicht, welche Mission das jetzt hier ist. Computer hacken oder Antenne? Lokalisieren. Nein! Wir wissen, ob der meinen Schatten sieht. Oh, naja, nicht so richtig. Zack, Licht aus. Mickey Maus. Ich wollte jetzt zwischen den letzten beiden Folgen in Forum schreiben, diese Dinge, die ich letztes Mal gesagt habe. Aber ich kann nicht mehr ins Forum posten. Noch ein Behemoth. Ne, Apia-Laservisier. Aber ich kann nicht mehr im Forum posten. Oh fuck. Da steht immer, ich soll die Human Verification Challenge erst schaffen. Aber da steht keine Human Verification Challenge. Ist nichts da.
Es wird nichts angezeigt. So, aber ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich hier machen soll. Ich kann ja mal gucken, wenn ich das hier... Das ist durchsuchen. War auch wieder so ein Suchgebiet. Ja, toll. Was ist das da? Einfach Baddies. Böse Bübchen. Bübchen. Mit SCH, Bübchen. Was haben wir dann sonst noch hier so? Ein Wald. Ein Heli. Und böse Bübchen. Ich wüsste, was ich hier machen soll, wäre es bedeutend einfacher. Oh nein, ein Heli, bitte entdeckt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier suchen soll. Ah, hier die Antenne. Okay, das hier ist also das Gebiet mit der Antenne. Also hat er schon automatisch für mich markiert. Sehr nett. Vielen Dank. Ich bin der Fahrer. Sehr laut das Wetter. Ich kann leider kein Licht anmachen, denn es ist schon kaputt, das Licht. Ich hoffe, das Wetter ist nicht zu laut. Aber ich will die Effekte auch nicht noch leiser machen. Tatsächlich nur ein Baddie, ein böser Bube und ein paar Bananen. Guten Tag, ihr Zivilisten, ihr dürft verschwinden, wenn ihr möchtet. Ach, wie gern würde ich pfeifen. Aber brauche ich ja nicht unbedingt, wenn ich den zu mir ziehen kann. Was ich immer noch ein bisschen blöd finde. Untersuchen. Noch ein Behemoth-Verteidigungsgebiet. Warum auch nicht? So, und wo soll ich das Ding jetzt hacken? Ich sehe nichts. Ah, hier. In diesem deaktivierten Terminal. Oh, er hat es angemacht. Cool. Ich muss... Ah, ich glaube, keine Meinung. Keine Meinung. Weiß nicht, es war weder gut noch schlecht. Das ist das, was da eben explodiert ist, als ich da rumgefahren bin, bestimmt. So, Hedge Operator Handschuhe. Was haben die so? Nix. Also werden sie nicht ausgerüstet. Okay, zum nächsten Gebiet. Da hinten. Um den Computer zu hacken. Also war sehr weit weg, dann schnappe ich mir den Heli von denen da vorne. Geh bitte, geh! Ein paar Proteine sammeln gehen. Das Gewitter sieht ganz angenehm aus. Das ist an und für sich. Der Sound von dem Gewitter ist krass. Warum sind die Blümchenköpfe warm? So. Ich weiß nicht, wie ich mir die am besten vorknüpfe. Wobei, ich habe doch Sinkshot-Drohnen. Ich vergesse immer, wie die aussehen hier. Simultanschuss. Und dann den dicken.
Macht er nicht, oder was? Okay, den dicken kann ich nicht, der ist auch ausgegraut. Ich kann überhaupt nichts machen. Oh, jetzt geht's. Das ist ein bisschen unintuitiv hier, der Sync-Shot hier. Hallo, mach doch. Warum macht das nicht? Komm. So. So. Und zack. Da ist noch einer. Oh, der will wegfliegen. Nicht heute, mein Freund. Nicht heute. Das ist mein Heli. Ja, ja, immer die Offiziere, die einfach abhauen wollen. So kennt man sie. Untersuchen. Waffenteil für eine Tech 50. Vielleicht eine bessere. Oh, guck mal, das, dieser Heli hat sogar eine. Hat sogar eine Gatling. Okay. Later, Losers. Oh, guck mal, da ist ein Biwak. Das kann ich mal gerade noch erkunden. So, aufdecken, damit wir uns dort gegebenenfalls wieder schnell hinreisen können. Hey, ihr da unten. Einfach nur, weil ich es kann. Einfach nur, weil ich es kann. Einfach, weil es geht. Aha. Wenn ich nach hinten gucke, kann ich nicht mehr nach vorne schießen. Oh, noch ein Biwak. Nice. Cemetery Forest. Mhm. Der Friedhofswald. Kann ich auf den Windrädern landen? Mit der Steuerung auf jeden Fall nicht, aber ich versuch's trotzdem. Ah. Wahrscheinlich wird der Helikopter gleich weggesmackt. Von so einem. Oh Gott, ich habe Angst. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nicht abstürzen hier bitte. Nicht! Oh Gott! Ah. Ich bin oben! Oh mein Gott, ist ganz schön hoch. Holy shit! Na gut, ich denke mal, hier wird mich niemand finden, außer vielleicht ein Heli. Ich hoffe, ich komme hier nochmal runter, ohne mir das Knick zu brechen. Das wäre ganz nett. Oh. Oh nein. Oh Gott sei Dank, ich dachte gerade, ich höre so eine Azrael-Drohne. Ja, ja, Level 20. Ihr sterbt trotzdem mit einem Kopfschuss. Vor allem Kopfschuss seid auch ihr nicht gefeit. Da läuft noch einer drin rum. Guck mal. Vorne. Und dann bestimmt hier drumrum und drin noch einer. Oder zwei, drei. Vielleicht ist auch der ganze Rest drin, wer weiß. Hier nicht, okay. Unten drunter vielleicht.
Da ist der Computer. Waren das alle? Komm, markier den. Das waren alle. Ich frage mich immer, wo die Drohne dann hingeht, wenn ich mich einfach so rauslogge. Kann ich mich hier hinlegen? Ja, kann ich. Erst die Scharfschützen. Die haben jemanden umfallen gehört, nehme ich an. Aber sonst nix. Die sind nur aufgeschreckt, mehr nicht. Nice. Hier haben wir echt einen guten Spot. Okay, das war ein Schuss ins Kreuz. Der war wohl etwas weiter weg, als ich dachte. Aber ich finde es echt geil, dass die Leichen liegen bleiben. Auch wenn es uns ab und zu mal ein Problem einbringt, wenn jemand eine Leiche entdeckt. Aber so an für sich ist das halt echt super geil. So, dann ihn hier. Was? Oh nein. Seht ihr das? Ich kann ihn nicht treffen. Und pass auf. Hier. Hier. Seht ihr? Betonklotz und der stand dahinter. Und ich konnte es nicht sehen, weil er nicht reingerendert war. Deshalb geht Snipen hier nicht gut. Aber da niemand eine Ahnung hat, wo ich bin, ist das nur halb so schlimm in dem Fall. Vor allem habe ich einfach den krassen Höhenvorteil. Ich kann die einfach alle nacheinander hier wegpicken. Ah, daneben geschossen. Geh schon sehen. Und direkt unter dem Windrad ist noch irgendein Gegner. Ich glaube, ich kläre den mal auf. Oder die. Zwei Stück. Level 0. Was passiert, wenn die Drohne von so einem Rotorblatt getroffen wird? Nix. Es geht einfach durch. Okay, gut. Sollen wir rechts sein? Kann ich die da unten wegnehmen? Nein, so tief kann ich. Ich kann nicht gerade runterziehen. Kommt raus! Kommt raus! Ich hab was für euch. Eine Kugel mit eurem Namen drauf. Brav. So, jetzt darfst du da hinten auch wieder aus deinem Versteck rauskommen und dann sind wir alle zufrieden und froh. Ah, ich kann nicht weiter runter zielen. Verdammt. Oh, guck mal, der hat sogar Geld. Ah, hier. Hallo. So, und hier ist der letzte. Jetzt haben wir hier natürlich nochmal einen neuen, der hier ins nächste Auto steigt, so wie es aussieht. Bringt ihm aber auch nichts. Kann ich hier jetzt Fallschirm springen? Ist die Frage. Nein, 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 nein! Scheiße! Naja, das war dann die Sache. Goodbye! Schnöde Welt! Oh, ich wollte doch nur Fallschirm springen. Bei Wildlands war das so einfach und hier bricht man sich das Genick. Obwohl es hier eigentlich einfacher sein sollte, indem man nur die Leertaste drückt. Aber es funktioniert einfach nicht. Und jetzt sind alle Gegner wieder da. Nein! Warum tut ihr mir das an? Es
Jetzt muss ich das alles nochmal machen. So ein Scheiß. Ich kläre jetzt aber nicht mehr auf. Ich habe keine Lust mehr, jetzt aufzuklären. Oh nein, was macht ihr denn hier? Ihr seid gar nicht eingeladen, was soll der Scheiß? Oh shit. Houston, we have a problem. A pretty big one, if I might say so. Oder auch nicht. Probleme könnten größer sein. Nach, lad schneller nach, lad schneller nach. Da kommen sie. Gott. Oh shit. Ihr seid aber schon ganz schön nah, meine Freunde. Gelobt sei die Wärme, die Wärmebildkamera. Oh shit. Wo? Ach da. Oh. No, we have a problem. No, jetzt haben wir ein Problemchen. Die alten Motherfucker. Behalte eine Granate. Ich will sie nicht. Aber wir sind der Sturmsoldat hier. Sturmklasse. Wir sind für sowas gemacht. Sonst noch jemand? Wo ist der eine ohne Fahrschein? Da. Das ist ein richtiger Kampf hier. Es war ja ein richtiger Kampf hier. Oh Mann, wie es mich ärgert, dass wir einfach von diesem scheiß Windrad runtergefallen sind. Es war so eine gute Position. So, wo ist das grüne Zeug? Wo liegt das grüne Zeug rum? Da oben? Handschuhe. Na toll. Handschuhe. Nun. Ein Gearscore mehr. Heieiei. Da ist noch eine Kiste drin. Cool. Aber immer nur die LMGs. Ich mag keine LMGs. Mann. Ich bin kein LMG-Typ. Jo, die Mission war ganz nett. Vor allem wegen der Sache mit dem... Vor allem, weil wir auf dem Dingens rumgehampelt sind und gesniped haben auf dem Windrad. Bessere Schuhe. Plus 1% Bewegungstempo. Jo. Nehmen wir das Intel. Für eine USP Tactical, eine Pistole.
Öffnen. Eine neue Nomad-Hose. Und immer noch ohne irgendwelche Statusverbesserungen. Was war das denn? Also außer unnötig. Außer unnötig war es nichts, ne? Wie komme ich da hoch? Da ist eine Leiter. Komm! Leiter. Nein, ich will die Leiter hoch. Oh Gott. Nein, ich wollte da nicht hoch. Heilige Scheiße. Ah! Ich kann die Leiter nicht hochgehen. Toll. Komm nicht an die. Ah, da hinten ist noch eine Leiter, an der wir was versuchen können. Kann ich hier auch? Ja, gut. Wie komme ich jetzt? Da ist eine Leiter. Was macht er denn da? Hat sich das Kreuz gebrochen oder so? Was haben wir hier? Eine Weste. Und hier noch eine FRF2. So, schauen wir mal. Die Weste, macht die was? Nee, macht unsere Weste was? Auch nicht. Dann können wir sie auch ausrüsten. Und die FRF gewohnt schlechter. Lalalala, zerlegen. Haben wir Skillpunkte? Haben wir schon 3? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, immer noch nur 1. Schade. Na gut, dann haben wir noch ein Gebiet für Fraktionsmissionen. Ja, Sinking Country und Fenbok. Dann bis morgen, bis zum nächsten Mal in Fenbok mit den Fraktionseinsätzen. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.